Mein Name ist Lars Sommerer, ich bin der Geschäftsführer von Swiss PropTech. Und Swiss PropTech ist ein Innovationsnetzwerk aus der Bau- und Immobilienbranche. Wir dürfen diese Firmen hier, die sich heute vorstellen, wir dürfen diesen Pitch moderieren und Ihnen so aufzeigen, dass sich unsere Branche durchaus auch auf innovativen Wege befindet. Zuerst einmal, das hier ist der Contact Point. Auf diesem finden Sie alle Aussteller und alle Menschen, die heute da sind. Mit denen können Sie sich vernetzen. Und Swiss PropTech ist ein Innovationsnetzwerk aus der Schweizer Immobilien- und Braubranche. Swiss PropTech schlägt Brücken zwischen der etablierten Bau- und Immobilienindustrie auf der einen Seite und der jungen, aufkommenden Startup-Welt und PropTech-Welt auf der anderen Seite. Wir sind ein Firmennetzwerk mit mittlerweile über 140 Membern und als Teil dieses Netzwerks bringen wir diese Firmen zusammen. Also wir zeigen auf, dass Innovation in unserer Branche nicht nur ein Trend ist oder ein Hype ist, sondern dass sich die Immobilien- und Baubranche langfristig digitalisieren wird und umdenken wird. Und wenn Sie sich nun fragen, wieso mich das überhaupt betreffen sollte, dann möchte ich gerne die Frage zurückstellen und Sie fragen, ob sich diese Firmen wohl auch mit diesem Thema beschäftigt haben. Wir sehen hier drei bekannte ehemalige Produkte, die es mittlerweile in dieser Form so auf dem Markt nicht mehr gibt. Und sie sollen vor allem aufzeigen, dass Innovation nicht Halt macht vor irgendwelchen bestehenden Produkten oder bestehenden Märkten oder bestehenden Ideen. Innovation betrifft unseren ganzen Zyklus, den wir haben, den ganzen Immobilien-Lebenszyklus. Also die Bauphase, da gibt es mittlerweile 3D-Drucker, um Betonelemente zu drucken. Die Entwicklungsphase mit kompletten 3D-entwickelten Arealen, wo man Virtual Reality einsetzen kann. Es gibt PropTech-Makler, die Immobilien für einen Bruchteil des bestehenden Maklerhonorars verkaufen. Es gibt Bewirtschafter, die digitale Stockwerkeigentümerversammlungen abhalten. Und es gibt ganz viele Lösungen, die uns aufzeigen, dass dieser Trend eben nicht nur ein Trend ist, sondern die Branche langfristig verändern wird. Es gibt in der Schweiz mittlerweile über 350 PropTech-Firmen, die in dieser Szene aktiv sind. Es gibt sehr viele Innovationsguides und das ist sicherlich auch unseren beiden großen Universitäten geschuldet. Die Schweiz, also ein hervorragendes Land, um Innovation zu betreiben, oder? Wenn wir das vergleichen mit Deutschland und Österreich, unseren nächsten Nachbarn, sehen wir eine deutlich geringere Zahl im Verhältnis zu der Anzahl Firmen und zu der Marktgröße, die vorhanden ist. Ein weiteres Zeugnis dafür, dass die Schweiz ein sehr innovatives Land ist. Wir sehen das auch an der Anzahl Finanzierungsrunden, die wir im letzten Jahr abgeschlossen haben. Es flossen insgesamt über 75 Millionen Franken in Schweizer PropTechs, also nur Firmen, die im Immobilien- und im Baubereich tätig sind, und zwar in insgesamt über 30 Finanzierungsrunden. Ein weiteres Zeugnis also für unseren Markt und für den Innovationsgeist, der in diesem Markt herrscht. Wir als Swiss PropTech, also wir als Vereinigung dieser beiden Welten, sagen auch immer, dass eine Zusammenarbeit mit einem Startup nicht immer einfach ist, aber sie sich auf jeden Fall lohnen kann. Denn als etablierte Firma, als etablierter Player braucht man vor allem Zeit, Budget, Wissen und Support. Doch Sie werden es nachher hören von den Firmen, die heute und auch morgen auftreten. Es gibt bestehende Partnerschaften in diesen Welten und sie funktionieren ausgezeichnet gut. Denn was die etablierte Welt vor allem davon lernen kann, von den neuen jungen Startups, ist Dynamik, Flexibilität und die Fähigkeit, mit wenig ganz viel anzustellen, was die meisten Startups nämlich müssen, respektive können. Somit unser Aufruf an die Branche, lassen Sie uns miteinander zusammenarbeiten, lassen Sie uns diese Welten vereinen, machen wir aus 1 und 1 3, stellen wir diese Synergien her und nutzen Sie diese Firmen, die heute da sind, lernen Sie sie kennen und treten Sie mit ihnen in Kontakt, denn Sie werden feststellen, es könnte sich für Sie lohnen. Denn man soll nicht aufhören, wenn es am schönsten ist, sondern man soll sich weiterentwickeln und umdenken, dann, wenn es einem gut geht und dann, wenn die Budgets stimmen. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde nun übergeben an Remigus Stalder von Vanillaplan. Er macht ein Tool für Kapazitätsplanung im Bauwesen und wird Ihnen nun mehr dazu erklären. Bitte schön.